Und da sind wir auch direkt schon wieder. Ich hoffe, das hier ist Folge 12. Ich sage einfach mal Folge 12. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist auch erst Folge 11. Ich habe irgendwie einen Überblick verloren bei dieser Aufnahme. Wir sind immer noch in der einen Aufnahme. Ja, so ist es. Und wir haben tatsächlich geschafft, eine Schule zu bauen. Mehr aus Zufall haben wir da gesehen, dass die Leute dann, die in die Schule gehen, mehr leisten können. Was jetzt noch die große Frage ist, wer in die Schule geht. Ob das nur Kinder sind, ob die Kinder da automatisch hingehen und so weiter. Obwohl hier die Vierjährige, die hilft schon ordentlich mit beim Papa, ne? Beim Martha und bei Meryl. Oh, er hat sich eine ältere Frau geschnappt. 4 Jahre alt. 4 Jahre älter. Audio ist schon... Und Lawrence ist schon 32 mittlerweile. Meine Güte. Ich bin traurig, wenn die ersten sterben. Dann geht es nämlich wieder so ein bisschen bergab, weil... Die ganze Zeit geht es bergauf, weil wir größere Bevölkerung bekommen, aber irgendwann geht es dann halt auch wieder nach unten, wenn die ersten sterben halt, ne? Aber so ist halt nun mal der Weg, das Normale. Wir haben nur noch 11 Ironpauchen hier unten, aber 16, das ist blöd. Aber wir haben hier unten natürlich noch 4, wisst ihr was, dann mache ich tatsächlich mal, was ist das, Iron? Food. Fire Food. Ach du Scheiße, Firewood ist leer. Gott, warum habe ich da nicht aufgepasst? Wir brauchen Forester. Cutter. Oh, oh, oh. Das finde ich jetzt aber irgendwie ein bisschen blöd. Was noch? Firewood und Iron. Ja, okay. Iron ist nicht so schlimm. Das habe ich eben schon gesehen. Was? Warum ist das denn leer? Wir haben echt nichts mehr von Firewood. Wir haben gerade mal einen späten Herbst. Die haben hier 76. Gut, die haben natürlich auch eine Menge, ne? 39, 54, 54... 94 und er hat 27, das ist nicht so cool. Okay, aber wir haben ja jetzt gleich wieder 2. Wir haben jetzt wieder 2 Woodcutter. Wir hatten das ganze Jahr über hatten wir, glaube ich, nur einen Woodcutter, ne? Und es war auch die ganze Zeit bei über 200 und jetzt plötzlich... Ich habe es aber ganz ehrlich gesagt, ich habe es gar nicht mehr verfolgt, ich habe es schon aus den Augen gelassen. Naja, dann sollen sie hier mal arbeiten. Er bringt jetzt wieder... Ach guck mal, er bringt schon wieder 24 Feuerholz. Geil. Perfekt. Er hat hier, glaube ich, auch noch ein bisschen was liegen. Hier und hier. Sehr schön. Dann ist das in Ordnung. Klar, es geht jetzt runter. Hat mich ein bisschen überrascht. Aber hey. Hier sind immer noch 0 Studenten. Hm. Work. Was steht da jetzt? Ja, klar. Hier. Er ist doch dafür. Mist, jetzt habe ich ihn rausgeschmissen. Perfekt, er ist Teacher. Ich habe gedacht, vielleicht drücke ich mal hier mal drauf und passiert irgendwas Spannendes, aber wir haben ihn leider nur entlassen und wirklich was passiert ist dann auch nicht. Ja, ist irgendwie ein bisschen blöd. Ach, guck mal, sehr schön. Sie ist auch schon fertig hier. Das heißt, das Eisen hat noch gereicht. Wie viel? Wir haben auch schon wieder 16 Tools, sehr schön. Nur mit, also mit dem Wood, Firewood hat mich jetzt ein bisschen überrascht kurzzeitig tatsächlich. Und wir müssen dann tatsächlich wieder mal ein bisschen sparen und ein bisschen einsammeln. Das können wir hier oben wirklich machen. Oder einfach hier unten die Fläche so ein bisschen weg. Ja, hier so den Teil können wir machen, ein bisschen Eisen. Und dann können wir hier wieder Platz schaffen. Hat mich schon ein bisschen überrascht jetzt mit dem Feuerwood. Und auch Holz haben wir nicht mehr wirklich viel. Eisen haben wir wirklich... Stein haben wir nicht mehr wirklich viel. Das war, zu Beginn der Aufnahme war das noch richtig viel. Aber wir haben natürlich auch eine Menge gebaut hier. Ich sag nur, ne? Hier sind ja auch schon alle Ressourcen da. Hier sind die Ressourcen schon da. Hier fehlen noch 6 Steine. Okay, das ist gleich vorbei. Der bringt, glaube ich, ja, der bringt sogar direkt 6 Steine. Sehr cool. Dann haben wir auch 2 Häuser mehr. Die schnappen sich natürlich dann auch eine Menge Essen. Das ist nicht so schlimm. Die schnappen sich aber natürlich auch Firewood. Wo schon nur noch 3 da sind. Hat er sich jetzt vielleicht was geschnappt? Nee, er hat nur noch 25. Wer hat denn jetzt die ganze Firewood? Hier, er hat sich 24 Firewood genommen. Wo wohnt er? Wer ist das überhaupt? Haivado, wo wohnst du, Haivado? Hier? Echt? Ihr habt schon 24... Ihr habt 98 Firewood. Meine Güte, lass doch mal dem Nachbarn was da. Aber die 2 arbeiten ja schon wieder. Was macht er? Ach, ihm ist kalt und er findet jetzt mal einen warmen Platz. Wir haben natürlich jetzt auch keinen... Ach, der Schneider ist ja gerade am Bauen, Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, wir haben natürlich jetzt auch keinen Schneider. Sie bringt Steine, er macht gar nichts. Hm. Leute, arbeitet mal hier unten. Wir brauchen wirklich eine Menge. Wahrscheinlich holt er sich jetzt... Na gut, er hat noch 8 Holz. Dachte, er holt sich jetzt ein bisschen Holz oder so. Naja. Hm, 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 hm.
Es kann ja auch nicht immer easy laufen, ne? Wäre auch blöd. Wenigstens der Schnee hört mal ein bisschen auf. Wir haben minus 6 Grad, alles klar. Ist cool, jetzt weiß ich auch wenigstens, wie warm es ist. Weil wir das auf Celsius umgestellt haben. Gut, wir haben noch 3 Feuerholz. Ich würde sagen, wir bauen die 2 Häuser fertig und dann das Haus lassen wir nochmal. Was ist hier? Ach so, logisch, ja, sie hat keine Materialien mehr. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, weil wir haben schon wieder 20 von denen. Dann würde ich sagen, wir stellen den mal nicht ein, wir machen den mal weg, machen da mal die Work aus. Dann haben wir nochmal einen mehr. Hier hatten wir noch 2 mehr. Ja, dann würde ich sagen, Ressourcen. Ja, wir warten nochmal ganz kurz. Wir warten nochmal. Ach, das Haus ist schon fertig, ja. Wozu brauchen wir denn dann 5 Arbeiter, Bauarbeiter, wenn nur noch das Haus hier gebaut werden soll? Weil das ist ja... Ach so, ja, logisch, das hier. Das heißt, wenn die beiden fertig sind, haben wir nochmal... Haben wir insgesamt 7 freie Personen. Und, die können dann eine Menge Ressourcen sammeln hier hinten. Ich mach das dann schon mal. Das ist dann... ein relativ großes Gebiet, würde ich mal sagen. Da ist aber auch Eisen, Steinholz, alles mögliche dabei. Und dann sollen die das mal schön machen. Dann lassen wir das einfach mal, dann lassen wir die meisten einfach mal Arbeiter. Gut, einer wird natürlich mindestens Schneider. Schüler, Lehrer haben wir jetzt schon, aber nur Studenten. Hier, die Luisa, geh doch mal in die Schule. Arbeit hat sie noch nicht. Kann man nicht. Wir können ihr folgen. Aber leider nichts anderes mehr machen. Das ist eigentlich auch mal ganz cool, hier so eine Sicht auf die kleine Stadt. Penfew, die ja wieder 2 Häuser da hinten mehr hat. Wird also als größer. Sehr schön. Hier können wir noch 2 Häuser hin machen. Da ist noch ein bisschen Platz. Ach, the child is playing. Okay, sie spielt. Die macht einen Spaziergang anscheinend. Vielleicht kann sie ja hier mal so ein bisschen die Rehe streicheln und so. Ich muss mal ganz kurz. Eloisa, vielen Dank fürs Folgen. 15, sehr schön. Und wir haben natürlich hier 0. Sie bringt auch wieder was Neues. Sie ist auch, also sie ist Herbalist. Sie bringt wieder 4 oder nimmt sie sich das jetzt selber mit nach Hause? Weiß ich nicht. Ist egal. Auf jeden Fall mit den 2 wird das schon klappen, über den Winter zu kommen. Nahrung haben wir sowieso. Wir haben ja auch schon wieder einen frühen Winter. Nur hier sind noch keine Studenten. Naja, was soll's. Er ist fertig. Sehr cool. Und da seht ihr jetzt schon, das zeige ich euch kurz mal. Hidecoat. Das heißt, wir können aus Leder diese Hidecoats machen, die wir haben. Woolcoat. Können wir aus Wolle machen und aus Leder und Wolle können wir warme Klamotten bauen. Schneidern. Wir werden jetzt erstmal nur diese normalen Klamotten bauen, also Hidecoats, die wir auch hier schon haben. Und zwar aus Leder, ganz normal. Wir könnten theoretisch mal, warte mal, wir stellen erstmal hier einen, bevor ich irgendwas anderes erzähle. Stellen wir hier mal einen ein. Die können wir mal selber wegmachen. Ach, die können wir einfach. So, sehr schön. Wir könnten theoretisch hier hinten ein bisschen Platz machen mal. Und nicht hier oben. Wie machen wir das jetzt? Ich glaube, wir machen hier einfach mal, Remove Resources. Mache ich einfach mal hier. Die paar Dinger, dann sind die weg. Und da oben lasse ich das auch einfach mal. Wir haben hier jetzt eine Menge Leute, die nichts zu tun haben. Was ist das hier? Firewood, ja, das weiß ich. Dankeschön, es schockt mich schon nicht mehr so sehr. Wenn das hier unten weg ist... Ach nee, warte mal. Das müssen wir ja gar nicht machen. Wir machen den Scheiß wieder weg hier. Fällt mir gerade ein. Ich will hier unten nämlich mal ein Feld bauen. Und zwar... Provides an area for livestock to graze. Okay, gut. Ich brauche natürlich Holz. Wir haben nicht mehr so viel Holz. 42, 44 Holz würde das kosten. 12 mal 12. Das soll schon so groß werden wie das wie die normalen Felder. Ich baue es einfach mal hier hin. Ach, guck mal. Da sind schon direkt 2 eingezogen. Hier auch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die 2 Häuser sind also fertig und da sind tatsächlich Leute eingezogen. Wahrscheinlich, genau, hier von dem Haus sind welche ausgezogen. Freut mich, sehr schön. Und das hier ist nämlich ein Feld und da können wir, also zumindest sieht es hier so aus, als würden wir dann Tiere darauf farmen können. Und dann hätten wir hier auch mal,
Dann könnten wir hier bestimmt auch Wolle herstellen, denke ich mal. Wir könnten auch warme Klamotten oder generell Wollklamotten, die würden ja auch schon, denke ich mal, ein bisschen mehr warm halten als diese Hidecoats. Können wir dann da auch schon herstellen. Sehr schön, sehr schön. Taylor, wer bist du? Hi Vardu ist unser Schneider. Alles klar, perfekt. Boah, wie groß Penfields langsam schon wieder wird. Ich weiß gar nicht, wohin dann. Hier hinten können wir noch bauen, auf jeden Fall. Hier haben wir jetzt unseren, Entschuldigung, so einen kleinen Wirtschaftsbereich, wo wir hier dann auf jeden Fall noch ein drittes Feld machen können. Und auch werden. Wie sieht es eigentlich hier in den Häusern aus? Die haben sich aber auch schon recht gut ausgestattet. Von allen ein bisschen, so sieht es zumindest aus. Firewood wieder 36, sehr schön. Die haben noch nichts. Alles klar. Orange, und wer wohnt da noch? Wohnt hier zufällig? Ja, Villain wohnt hier zufällig. Die holt also gerade ein bisschen Fisch ab. Und Potato und Venison und Beet. Und sie holt ein bisschen Firewood, aber nicht für das Haus, sondern für dieses hier anscheinend. Oder sie bringt es irgendwo hin. Warum läufst du jetzt hier hinten lang, meine kleine 27-jährige Halen? Naja, soll sie mal machen. Ach, guck mal, wie sie sich hier hinten alle tummeln und schön arbeiten. Sehr schön. Dann wird sich unser Lager jetzt auch langsam wieder füllen, auch mit Holz und mit Eisen und so weiter. Puh, perfekt. Alles in Ordnung, würde ich sagen. Und wir haben 27 Tools, geil. Obwohl der eigentlich gar nicht mehr arbeitet, schon lange wird das trotzdem als mehr. Und er hat sich mal 10 Leder geschnappt von unseren 38 und stellt jetzt mal Hidecoats her. Auch sehr schön. Perfekt. Oh, der ist einfach von alleine umgefahren. Ich dachte schon, der hätte jetzt wer abgebaut. Wo sind denn unsere zwei Arbeiter? Die müssen mal hier... Ach, die arbeiten jetzt hier oben natürlich. Ja, es ist so schlimm. Sollen sie mal machen. Weil wir brauchen das Feld jetzt nicht unbedingt sofort. Ich muss auch zugeben, ich habe das schon mal so gespielt, aber auch nur 3 Jahre, also sogar kürzer als jetzt. Da hatte ich aber schon so ein Feld hier. Aber ich wusste einfach nicht, wie ich es benutzen soll. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich es benutzen sollte. Und wenn wir das hier gebaut haben, dann google ich das einfach mal. Dann gucke ich mal. Ach, und guck mal, unsere durchschnittliche Gesundheit hat sich erhöht. Um halben. Sehr schön. Die ist jetzt wieder bei 4,5. Der Herbalist bringt also tatsächlich sehr viel. Wir haben wieder auf 3 Herbs hier. Und immer noch über 1180 Nahrungsmittel. Obwohl sich die zwei Häuser natürlich jetzt auch gut ausgestattet haben. Gut, er hat jetzt nur 5 Firewood, aber wir haben wieder 46 hier. Perfekt, was sind das hier eigentlich? Ach, Kohle, genau. Kohle, und was können wir noch? Alkohol, natürlich. Wir haben irgendwie hier 9 oder 10 Sachen, die wir herstellen können und abbauen können. Und das ist natürlich, davon ist das 10. natürlich Alkohol. Das wäre dann hier, das hier? Ach ja, die brauen Alkohol und machen die Leute glücklich. Aber bis jetzt sind alle noch sehr glücklich. Dann brauchen wir die einfach nicht. Gut. Und, wie sieht's hier unten aus? Ach, guck mal, perfekt. Einer ist schon abgeholzt worden. Sehr schön. Da haben wir auch wieder ein bisschen Holz. Da liegt das jetzt hier irgendwo rum. Du warst das doch bestimmt hier. Bilder, genau. Sie hat es wohl irgendwo hier liegen lassen, weiß ich nicht. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bald haben wir Jahr 4 erreicht. Ich werde jetzt noch, glaube ich, eine Folge aufnehmen. Und dann haben wir schon 4 Jahre überstanden. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut und einen schönen Tag wünsche ich euch.